Boulogne-la-Rouge, das Dorf der 25 Türme. Der Ort aus rotem Stein liegt am Rande des Limousin, auf dem Gebiet einer Priorei aus dem 8. Jahrhundert. Die Häuser und Gassen erinnern an eine Theaterkulisse. In der kleinen Töpferwerkstatt von Aurélie beginne ich meinen Besuch. Der Ton, mit dem ich hier arbeite, was gar nicht so einfach ist, entstand aus verwittertem Sandstein. Deswegen ist er rot. Und dieses Rot ist ganz typisch für das Dorf, das wir heute näher kennenlernen werden. Die Häuser sind nämlich alle aus rotem Stein gebaut. Daher der Name Coulonges-la-Rouge. Coulonges-la-Rouge trägt seinen Namen wirklich zurecht. Überall rote Fassaden. Auch der Blick von oben durch unsere Hubschrauberkamera zeigt, vom Kirchturm bis zur kleinsten Hütte, hier ist alles rot. Als die Mönche der benachbarten Abtei Charroux die Priorei gründeten, siedelten sich in ihrem Schutz Bauern, Kaufleute und Handwerker an. Handel, Landwirtschaft und die Beherbergung von Pilgern bescherten dem Dorf Wachstum und Wohlstand, bis im 19. Jahrhundert viele Bewohner in die Städte abwanderten. Anfang des 20. Jahrhunderts gründete eine Handvoll Bürger den Freundeskreis von Coulonges. Heute zählt der Ort zu den schönsten Dörfern Frankreichs und die meisten Häuser stehen unter Denkmalschutz. Die Bearbeitung des allgegenwärtigen roten Steins liegt seit mehreren Generationen in der Hand einer Steinmetzfamilie. Noël ist der Letzte, der das Handwerk noch betreibt. Er weiß alles über dieses besondere Baumaterial. Noël, was ist das für ein Stein? Das ist roter Sandstein. Seine intensive Farbe verdankt er dem eisenhaltigen Boden. Und er ist viele Millionen Jahre alt. Alle Häuser hier sind aus diesem Stein gebaut. Er scheint sich also gut zu eignen. Ja, anders als der weiße Kalkstein hier im Tal, der wenig witterungsbeständig und schwer zu bearbeiten ist. Den roten Sandstein findet man dort in den Bergen. Er hält selbst starkem Froststand. Und von wem haben Sie dieses Handwerk gelernt? Von meinen Brüdern und meinem Vater. Und Ihre Familie ist seit Generationen für die Reparaturen an den Häusern hier zuständig? Genau. Sehen Sie, bevor ein Steinmetz mit der Arbeit beginnt, fährt er mit der Hand über den Stein. Warum tut er das? Um das Material zu begreifen, zu erspüren. Wir tauschen jetzt mal. Ich gebe Ihnen Fäustel und Meißel und Sie geben mir die Kamera. Fairer Deal. Also, wie geht das? Vor allem Daumen weg. Mit Schmackes, der Stein wird nicht scheinen. Ich will ihm nicht wehtun. Ruhig etwas zügiger. Da fehlt noch die Routine. Ich bin zwar noch Anfänger, aber am Wochenende habe ich das da gebaut. Was halten Sie davon? Der Turm könnte einen Meter höher sein. Es fehlt ein Stück. Ja, und er ist ein bisschen schief. Aber das hat der Architekt verbockt. Die Kirche mit dem oktogonalen romanischen Glockenturm aus dem 12. Jahrhundert, dem quadratischen Bergfried und dem Wachturm ist auch von oben betrachtet ein echter Blickfang. Françoise Birot ist die Enkelin des Mannes, der 1927 den Freundeskreis von Coulonges gründete. Seither setzt sich der Verein für die Bewahrung des Dorferbes ein. Françoise zeigt mir die Kirche, die sich Katholiken und Protestanten lange Zeit teilten.
Ich möchte Sie auf den hübschen kleinen Bären mit seinem Führer dort oben aufmerksam machen. Er stammt aus dem 12. Jahrhundert. Und jetzt betreten wir den romanischen Teil der Kirche. Hören Sie, da singt jemand. Leise. Wir befinden uns hier im ältesten Teil der Kirche. Sehen Sie den Oculus? Dort waren die Glocken befestigt. Es ist ein offener Glockenturm. Dieser Bereich war den Protestanten vorbehalten. Man sieht noch die Löcher, in denen die Trennwand verankert war. Und dieser Bereich war ebenfalls abgeschlossen. Der gehörte den Katholiken, während diese Seite komplett protestantisch war. Offenbar sangen beide Gemeinden ziemlich laut, weshalb vereinbart wurde, die Gottesdienste zu verschiedenen Zeiten abzuhalten. Das Läuten erinnert mich an meine Kindheit, wenn ich meine Großmutter zur Messe begleitete. Und meine Großmutter ging immer zur Tür der Protestanten hinaus. Das machen wir jetzt genauso. Collonges-la-Rouge ruht auf einem Kalkplateau. Der rote Sandstein, der den Charme des Dorfs ausmacht, stammt von den Steinbrüchen in den umliegenden Hügeln. Der Ort liegt am Rande einer Verwerfung, die seit über einem Jahrhundert die Geologen beschäftigt. Im oberen Bereich überwiegt der rote Sandstein des Zentralmassivs. Unten war einst Meeresboden. Ich darf dabei sein, als der Lehrer Guy Chantepie seinen Schülern eine außergewöhnliche Stelle ganz in der Nähe der Steinbrüche zeigt. Versteinerte Strände, die beweisen, dass hier einmal ein Meer war. Wir haben hier gerade mit wenigen Schritten mehrere 10 Millionen Jahre überquert. Vom Sandstein bis zu diesem Kalksteinboden. Von einer Seite der Verwerfung zur anderen. Das ist also sozusagen eine Fotografie des Meeresbodens von einst. Ja, wir stehen hier mitten im jungen Atlantik von vor 160 Millionen Jahren. Und sehen Sie dort drüben? Solche kleinen Wellen können wir heute noch an der Küste beobachten. Ein Tauchgang ohne Wasser. Ja, ein kleines Bad noch dazu, ganz in der Nähe der amerikanischen Küste. Denn dieser junge Ozean war gerade erst im Entstehen. Und der amerikanische Kontinent nur wenige hundert Kilometer von hier entfernt. Das Gestein liefert weitere Hinweise. Zum Beispiel fossile Muscheln. Aber auch Tiere, die heute ausgestorben sind, wie diese Keile, sogenannte Belemniten. Mit Mayonnaise eine Köstlichkeit. Damals. Auch in der Vegetation unterscheiden sich die beiden Seiten der Verwerfung. Jean-Claude Chateau kennt die Flora und Fauna seiner Heimat. Er führt mich durch dieses äußerst artenreiche Biotop. Die Drohne wird uns zeigen, wie sehr sich die Vegetation oben von der im Tal unterscheidet, was wiederum auf die Beschaffenheit des Bodens schließen lässt.
Genau, denn auf saurem Boden wachsen Kastanienbäume, Stieleichen und Farne. Alles Pflanzen, die auf dem Kalksteinboden von Collonges nicht gedeihen. In dieser Richtung sieht man keine einzige blühende Kastanie. Ganz im Gegensatz zu dieser Seite. Die Natur weiß genau, was gut für sie ist. Richtig. Manche Arten bevorzugen saure Milieus, andere basische. Und dann gibt es noch die weniger anspruchsvollen Arten, die im Ökoton, also im Übergangsbereich zwischen beiden Ökosystemen, gedeihen. Dort ist die Artenvielfalt besonders groß. Da ist was Interessantes für uns. Die sind schon reif. Das sind Kirschpflaumen, schmecken lecker. Sehen Sie, die sind schön saftig. Genau richtig an einem heißen Tag wie heute. Und die kann man essen? Klar, die sind mit den Zwetschgen verwandt. Ziemlich saftig. Ein bisschen sauer, aber gut gegen den Durst. Die dunkelsten sind die besten. Ziemlich sauer. Sauer macht lustig. Hier haben wir einen Sandstein. Die Erde ist rot und relativ sauer. Also dürfte die nächste Kastanie nicht weit sein. Wir kommen also in die saure Zone. Und da ist auch schon eine. Das sind diese großen ovalen Blätter. Da ist noch eine. Und es werden jetzt allmählich immer mehr, bis wir einen reinen Kastanienwald haben. Zurück im Dorf, wo Noël und Françoise ein Schwätzchen halten. Ich habe Ihnen einen Stein mitgebracht, so wie das vermutlich alle Touristen tun. Genau, die sind ganz wild auf unsere roten Steine. Wie viele Tonnen haben Sie schon weggeschleppt? Schwer zu sagen. Damit könnte man sicher eine ganze Kirche bauen. Gut möglich. Kann ich ihn trotzdem mitnehmen? Klar. Jetzt, wo ich schon ein halber Steinmetz bin. Was ist das da oben? Eine berühmte Figur, die die Fantasie der Reiseführer beflügelt. In Wahrheit war es Noëls Urgroßvater, der sie da eingebaut hat. Erzähl du die Geschichte, wie sie wirklich war. Nun, als damals das Fundament ausgehoben wurde, fand man diese Statue aus Stein. Und mein Urgroßvater beschloss, sie weiter oben einzubauen, um die Nonnen zu ärgern, die in der Nachbarschaft wohnten. Es gab hier nämlich eine Mädchenschule, die von Nonnen geführt wurde. Die staatliche Schule war ja nur für Jungen. Und die Statue zeigte den Schwestern ihren Allerwertesten. Genau. Ganz schön rebellisch, ihre Familie. Das war die Zeit, in der die Trennung zwischen Kirche und Staat überall im Land umgesetzt wurde. Die Nonnen wurden aus Collonges vertrieben. Das war eine schreckliche Geschichte. Dieser Turm ist einer der wenigen, die noch ihre ursprüngliche Höhe besitzen. Die anderen wurden gekappt. Ja, und fast alle Türme, die gekappt wurden, sind anschließend eingestürzt. Ein Großonkel von mir schrieb in seinen Memoiren, er habe 33 Türme fallen sehen. Zwei Fragen. Warum wurden sie gekappt und warum sind sie eingestürzt? Sie wurden gekappt, weil auf alle Türme, die die Dächer überragten, eine Steuer fällig war. Und da die Türme mit einem Schlussstein endeten, der sie zusammenhielt, fielen sie auseinander, sobald dieser fehlte. Auch für die Fenster musste man übrigens Steuern zahlen. Das sind Kreuzstockfenster, die berühmten Renaissancefenster mit 4 Öffnungen. Genau, die Besitzer mussten also für 4 Fenster zahlen. Deswegen nahmen sie einfach das Fensterkreuz heraus. Das kam billiger. Richtig, wer den Pfennig nicht ehrt.
Aber dies hier blieb erhalten. Der Besitzer hatte offenbar nichts dagegen, Steuern zu zahlen. Hier geht's zur Turmtreppe. Da kommt's kühl raus. Die Mauern sind ja auch mindestens 1,5 Meter dick. Besser als jede Klimaanlage. François macht mich auf die Kastelle aufmerksam. 4 imposante Gebäude am Rande des Dorfs, in jeder Himmelsrichtung 1. Wir betreten nun das 4. Kastell von Collonges. Die 4. Bastion zum Schutz des Dorfes. Kastell, so nennt man das hier. Ja, Château oder Castel de Binge. Ziemlich alt. Allerdings, hier ist alles alt. Meistens sogar mehr als 100 Jahre. Wie Sie sehen, ist das eine regelrechte Festung. Der Vicomte de Turenne hatte seine Erlaubnis für den Bau erteilt. Und von dort oben goss man flüssiges Blei auf unerwünschte Gäste. Was für ein freundlicher Empfang. Und wieder der rote Stein. Ja, die ließen nicht jeden rein. Sehen Sie diese Löcher? Das sind Schießscharten, auch zur Verteidigung. Und hier sehen wir die Schießscharten von innen. Dort neben dem Kamin ist eine. Das ist die unter dem Portal. Die ist ja winzig. Waren die für Gewehre oder Armbrüste? Für beides. Die andere ist rechts vom Kamin. Hier. Ah, die führt zur Eingangstür. Die Häuser in Collonges sind alle aus rotem oder eigentlich rosafarbenem Sandstein gebaut. Und, das ist eine weitere Besonderheit, in manchen speiste man sogar im Kamin. Ja, weil es dort schön warm war. Man saß gemütlich beim Essen und konnte außerdem die Leute auf der Straße beobachten. Die Collongeois scheinen ein ziemlich ängstlicher Menschenschlag gewesen zu sein, die alles durch Schießscharten beobachteten. Ja, und das, obwohl nie etwas Schlimmes passiert ist. Das ist das Erstaunliche. Man misstraute allem, was von außen kam? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist nie etwas geschehen. Sagen Sie, wo wir hier so nett beisammensitzen, wie wäre es mit einem kleinen Mittagessen? Ja, für mich darf es ein wenig Ente sein. Okay. Und ein paar Kartoffelchen à la Collongeoise. Wird gemacht. Schön. Kommen Sie, ich will Ihnen noch den Blick ins Tal zeigen. Früher eine Station auf dem Jakobsweg, zieht Collonges-la-Rouge auch heute noch Pilger aus aller Welt an. Der Gänsezüchter und Nussbauer François Serac ist hier geboren und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den alten Weg instand zu halten. Gehen wir ein Stück? Ja. Überall sind Zeichen. Ja, dieses Schild hier zeigt den Weg nach Rocamadour in Limousin. Das ist ein Jakobsweg, der über Collonges nach Santiago de Compostela führt. Das ist die Jakobsmuschel, das Erkennungszeichen der Pilger. Genau, die Jakobsmuschel und die Sportelle, das Zeichen von Rocamadour. Wobei die Muschel erst später zum Symbol der Pilger wurde. Und vorher? Vorher war es der Gänsefuß. Nachdem Compostela zum Wallfahrtsort ernannt worden war, schufen die französischen Könige einen Weg, der zum Jakobsgrab führte, dem Camino Frances.
Aber vor den Pilgern kamen Handwerksgesellen aus Frankreich und ganz Europa dorthin, um den Weg anzulegen. Und deren Zeichen war der Gänsefuß. Man nannte sie Pédoc. Interessant. Erste Pilger brachten, zum Beweis, dass sie auch wirklich bis Compostela gegangen waren, Jakobsmuscheln mit nach Hause, vom Cap Finisterre. Das war zwar ein Umweg, aber dort gab es diese Muscheln. Ah, und so wurde aus dem Gänsefuß die Jakobsmuschel. Jetzt verstehe ich. Hallo Gérard, du erinnerst mich an etwas. Bleib doch mal stehen, ich will ein Foto machen. Es funktioniert. Okay, ich lasse ihn in Ruhe. Pfeifen animiert sie zum Mitsingen. Sie haben irgendwie was Archaisches. Der ist besser als jeder Wachhund. Dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Sie züchten Gänse. Aber Gans ist nicht gleich Gans. Es gibt viele verschiedene Arten, was nicht jeder weiß. Ja, weltweit ungefähr 80. Gänse sind Nutztiere. Wir züchten sie, um sie zu essen. Und wegen ihrer Federn. Genau. Jahrhundertelang dienten Gänsekiele als Schreibgerät. Und die Legende sagt, im 13. Jahrhundert habe es einen Herrn gegeben, dem eines Tages sein Gänsekiel entzweibrach. Und als er mit der Hand erst so und dann so an der Feder entlang strich, kam ihm eine Idee. Und er fand den ersten Reißverschluss. Nun musste er das Korsett seiner Frau nicht mehr umständlich aufschnüren. Das fand er ziemlich praktisch. Eigentlich würde man meinen, es ist nichts Besonderes an so einer Gans. Aber diese Zugvögel sind zu Höchstleistungen fähig. Auf ihrer Reise ins Winterquartier fliegen sie teilweise so hoch wie ein Jumbojet. Streifengänse zum Beispiel ziehen nach Nordindien und überqueren dabei den Himalaya. Sie erreichen Flughöhen von bis zu 9500 Metern. Da herrschen minus 50 Grad und es gibt fast keinen Sauerstoff. Aber das scheint ihnen nichts auszumachen. Unser Besuch in Collonges-la-Rouge geht zu Ende. Aber bevor wir das Dorf verlassen, fragen wir noch nach seinen Mythen. Eine Legende rankt sich um die grüne Dame. Wohlgemerkt nicht rot, sondern grün. Ja, in Collonges dreht sich alles um Farben. Es geschah im Hundertjährigen Krieg. In dem Frankreich gegen England kämpfte. Ja, und deswegen durften die Bewohner von Collonges ihr Dorf nicht verlassen. Aber eines Tages setzte sich ein junges Waisenmädchen namens Angèle über das Verbot hinweg. Und als Angèle so ihres Weges ging, begegnete sie einem Mann und verliebte sich in ihn. Leider war er Engländer. Als dann ihr Geliebter und ihr Bruder in den Krieg ziehen mussten, wartete sie auf ihre Rückkehr. Sie wurde die grüne Dame genannt, weil sie immer ein langes, grünes Kleid trug. Denn grün ist die Farbe der Hoffnung. Genau. Und so stieg Angèle jeden Tag in den Wehrturm hinauf, um nach ihrem Bruder und ihrem Geliebten Ausschau zu halten. Als letzterer schließlich heimkehrte, überbrachte er ihr die Nachricht vom Tode des Bruders. Aus Verzweiflung stürzte sich das Mädchen vom Turm und zog den Geliebten mit sich, als er versuchte, sie zurückzuhalten. Doch die Geschichte geht noch weiter. Und seitdem, so erzählt man sich, ist an manchen Abenden im höchsten Turm der Kirche ein grünes Leuchten zu sehen. Das ist die grüne Dame, die zurückgekehrt ist, um die Dorfbewohner vor einem drohenden Unheil zu warnen. Dank seiner Kastelle und der grünen Dame ist Collonges-la-Rouge bis jetzt von größeren Unglücken verschont geblieben. Schweren Herzens verabschiede ich mich von diesem mythischen Ort nach einem letzten Blick von oben.